In diesem Video werde ich euch insgesamt 5 Kritikpunkte an Peter Singers Präferenzutilitarismus vorstellen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid und euch für Philosophie interessiert, abonniert gern diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Auf diese Weise verpasst ihr kein neues Video mehr. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Kritikpunkt Nummer 1. Peter Singer verkennt, dass Föten und Säuglinge potenzielle Personen sind. Diesen Kritikpunkt haben einige von euch in den Kommentaren unter meinem letzten Video zu Singers Tier- und Medizinethik geschrieben. Bevor wir die Kritik näher diskutieren, will ich euch Singers Position dazu noch einmal kurz zusammenfassen, damit man diesen Kritikpunkt richtig verstehen kann. Singer zufolge dürfen Embryonen und Säuglinge ja unter bestimmten Umständen getötet werden. Denn Embryonen und Säuglinge haben laut Singer noch kein Selbstbewusstsein und somit keine zukunftsbezogenen Interessen. Anders gesagt, sie haben noch keine Wünsche für die Zukunft, beispielsweise den Wunsch weiterzuleben. Daher sind sie sogenannte Nichtpersonen, deren Interesse an Leidvermeidung zwar berücksichtigt werden muss, jedoch besitzen sie, wie schon gesagt, keine zukunftsbezogenen Präferenzen, die durch ihre Tötung verletzt werden würden. Aus diesem Grund wiegt die Tötung einer Nichtperson Singer zufolge in der Regel weniger schwer als die Tötung einer Person. Denn letztere hat ein Selbstbewusstsein und somit zukunftsbezogene Präferenzen. Zum Beispiel bestimmte Lebensziele oder Pläne fürs nächste Jahr, die durch ihre Tötung vereitelt werden würden. Wenn Eltern ihren Embryo oder Säugling warum auch immer nicht möchten, sieht das nach Singer deshalb folgendermaßen aus. Die Eltern des Kindes sind wie schon gesagt Personen mit zukunftsbezogenen Präferenzen, während der Säugling zwar ein Interesse an Leidvermeidung hat, aber noch keine zukunftsbezogenen Präferenzen. Daher wiegen die Interessen der Eltern in der präferenzutilitaristischen Abwägung schwerer als die des Säuglings, da es bei ersteren mehr Interessen zu berücksichtigen gibt als bei letzteren. Daher dürfen die Eltern ihn, falls es die Möglichkeit zur Adoption nicht gibt, Singer zufolge schmerzfrei töten, falls ihre Interessen ebenso liegen sollten. Beispielsweise, weil der Säugling eine sehr schwere Behinderung hat. Denn auf diese Weise hätte man alle vorliegenden Interessen nach Singer so gut es geht erfüllt. Noch eindeutiger ist es bei einem noch unbewussten Fötus, da dieser laut Singer noch überhaupt keine Interessen hat. Daher hat er wie ein Stein überhaupt keinen moralischen Eigenwert und kann, wenn die Mutter es wünscht, bedenkenlos abgetrieben werden. Denn bei ihm sind keine Interessen zu berücksichtigen. Zu diesem kontroversen Standpunkt von Singer hat beispielsweise Bastian unter meinem letzten Video geschrieben: Lässt diese Argumentation nicht völlig außer Acht, dass das Kind auch zukünftig noch mehr Interessen hat, vielleicht sogar mehr als die Mutter, da es ja eventuell noch länger lebt, wenn kein Peter daherkommt? Auch Bombe 007 hat einen ähnlichen Einwand vorgebracht. Der erste Kritikpunkt dieses Videos bezieht sich also darauf, dass Singer scheinbar verkennt, dass Embryonen und Säuglinge potenzielle Personen sind, die, wenn sie älter sind, ein Selbstbewusstsein und zukunftsbezogene Interessen haben werden. Auch wenn sie diese Kapazitäten aktuell noch nicht besitzen. Wie kann es gerechtfertigt sein, die zukünftigen Interessen von Embryonen und Säuglingen vollständig auszublenden, nur weil sie diese Interessen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht haben? Das werden wir jetzt diskutieren. Ich will euch zunächst eine Antwort von Peter Singer selbst auf diese Kritik vorstellen. Singer gesteht nämlich durchaus ein, dass ein Fötus eine potenzielle Person ist, die in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach zukunftsbezogene Interessen haben wird. Jedoch sagt er, dass es keine Regel gibt, die besagt, dass eine potenzielle Person moralisch genauso zu behandeln ist wie eine tatsächliche Person. Es gäbe laut ihm sogar viele Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Er schreibt: Wenn man eine keimende Eichel aus der Erde zieht, dann ist das nicht dasselbe, als wenn man eine ehrfurchtgebietende Eiche fällt. Wer ein lebendes Huhn in kochendes Wasser wirft, handelt viel schlimmer als jemand, der dasselbe mit einem Ei macht. Prinz Charles ist der potenzielle König von England, aber er besitzt nicht die Rechte eines Königs. Also zusammengefasst argumentiert Singer, dass aus A ist ein potenzielles X nicht logisch folgt, A hat die Rechte von X. Hiergegen kann man jetzt Unterschiedliches erwidern. Ich will euch zunächst einen möglichen Angriff auf diese Verteidigung von Singer zeigen. Man könnte diesen Schluss von Singer, dass aus A ist ein potenzielles X nicht logisch folgt, A hat die Rechte von X, zunächst akzeptieren. Trotzdem könnte man einwenden, dass diese Argumentation außer Acht lässt, dass jeder, der einen menschlichen Fötus tötet, die Gesellschaft um eine potenzielle Person beraubt und somit die Interessen der Gesellschaftsmitglieder verletzt. Vielleicht hätte der Fötus oder Säugling später eine großartige Entdeckung gemacht,
die die Gesellschaft weiterbringt. Oder er hätte sich mal als Erzieher um Kinder gekümmert. Man könnte sich viele Beispiele ausmalen, wie das Kind später einen großen Nutzen für die Gesellschaft bedeutet hätte. Um dieses Argument auf den Punkt zu bringen, durch Abtreibung und Infantizid wird die Gesellschaft um potenzielle Personen beraubt. Und somit werden die Interessen der Gesellschaftsmitglieder verletzt, weshalb Abtreibung und Infantizid aus präferenzutilitaristischer Sicht verwerflich sind. Wie in der Philosophie üblich, hat Peter Singer das nicht auf sich sitzen lassen, sondern wieder eine Antwort parat. Der genannte Einwand ist seiner Meinung nach nämlich schwach. Denn erstens ist nicht eindeutig klar, dass die Interessen der Gesellschaftsmitglieder tatsächlich durch Abtreibung und Infantizid verletzt werden. Man könnte zum Beispiel sagen, die Welt sei ohnehin überbevölkert und es sollten weniger Menschen geboren werden. Oder vielleicht wäre der Säugling später ein schlimmer Verbrecher geworden, der die Interessen vieler verletzt. Das kann niemand wissen. Zweitens hätte dieses Argument womöglich auch die unangenehme Konsequenz, dass sogar Verhütung moralisch verwerflich wäre. Denn durch Verhütung wird ebenfalls verhindert, dass potenzielle Personen gezeugt werden. Anders gesagt, durch Verhütung berauben wir die Gesellschaft ebenfalls um potenzielle Personen. Diese Schlussfolgerungen würden die meisten wahrscheinlich nicht kaufen wollen. Nach Singer gibt es jedoch keinen Grund, das genannte Argument bei Abtreibung und Infantizid anzuwenden, aber nicht bei der Verhütung. Wenn dieses Argument also nicht funktioniert, was könnte es noch für Argumente geben, mit denen man Singers Position entkräften kann, wonach Säuglinge getötet werden dürfen, wenn die Eltern das wünschen? Hierzu hat der Philosoph Michael Hauskeller etwas Interessantes zu sagen. Dieser räumt nämlich ein, dass ein Säugling tatsächlich noch keine zukunftsbezogenen Präferenzen in dem Sinne haben kann, dass er sich wünscht, ein langes Leben zu führen oder ähnliches. Trotzdem kann der Säugling zum aktuellen Zeitpunkt das Interesse haben, nicht zu sterben, unabhängig davon, ob er sich für die Zukunft wünscht, weiterzuleben. Zur Veranschaulichung nennt Hauskeller hier beispielhaft seine eigene Katze als Nichtperson, die laut ihm keine Pläne für die Zukunft hat. Also beispielsweise nicht den Wunsch hat, morgen etwas zu essen. Jedoch kann sie trotzdem zum aktuellen Zeitpunkt den Wunsch haben, etwas zu essen. Um es also auf den Punkt zu bringen, nur weil eine Nichtperson keinen Wunsch für die Zukunft haben kann, weiterzuleben, folgt daraus nicht, dass sie nicht gleichzeitig den Wunsch haben kann, zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu sterben. Wenn man Hauskellers Argumentation akzeptiert, wird es schwerer, in präferenzutilitaristischen Abwägungen Infantizid zu rechtfertigen, da dem Säugling jetzt ein ernsthaftes Überlebensinteresse zugesprochen werden muss. Singer hatte Säuglingen zuvor ja kein Interesse zu leben, sondern nur ein Interesse an Leidvermeidung zugesprochen, was eine schmerzfreie Tötung gerechtfertigt hätte. Natürlich könnte man diese Diskussion noch lange mit vielen verschiedenen Argumenten und Gegenargumenten fortführen. Einige davon finden sich beispielsweise in Quelle 1 und 2 der Videobeschreibung. Da das Video aber nicht ewig lang werden soll, werde ich jetzt mit dem zweiten Kritikpunkt weitermachen. Davor will ich noch sagen, dass ich mich wie immer über alle Kommentare freue. Falls ihr also Gedanken habt, die ihr loswerden möchtet, zögert nicht, sie in die Kommentare zu schreiben. Ich lese mir das immer gerne durch. Kommen wir jetzt zum zweiten Kritikpunkt, der sich um den Personenbegriff dreht. Der Philosoph David DeGrazia hat in seinem Essay On the Question of Personhood Beyond Homo Sapiens zwei Aspekte an Singers Personenbegriff kritisiert. Einerseits zweifelt er an, ob es überhaupt möglich ist, Wesen so klar in Personen und Nicht-Personen einzuteilen, wie Singer das macht, und andererseits hinterfragt er, ob es in der Logik von Singers Präferenzutilitarismus überhaupt wichtig ist, ob ein Wesen eine Person ist oder nicht. Beginnen wir zunächst bei seinem ersten Punkt, dass die strikte Trennung von Personen und Nicht-Personen nicht so eindeutig möglich ist. Singers Definition des Personenbegriffs sieht ja so aus, dass Personen vernunftbegabte, selbstbewusste Wesen sind, die sich als distinkte Entitäten mit einer Vergangenheit und Zukunft wahrnehmen, während Nicht-Personen diese Eigenschaften eben nicht besitzen. Hierzu sagt DeGrazia, dass Kapazitäten, wie etwa Selbstbewusstsein oder Rationalität, sich graduell zwischen verschiedenen Wesen unterscheiden und nicht einfach komplett vorliegen oder vollständig nicht vorliegen. Neuerer Forschungsliteratur zufolge besitzen Hunde beispielsweise ein Selbstbewusstsein, wenn auch graduell weniger als Menschen. Sollten sie ausgehend davon jetzt als Personen oder als Nicht-Personen gelten? Auch bei Wesen, die Singer als Personen versteht, gibt es große Unterschiede.
Beispielsweise kann man davon ausgehen, dass ein erwachsener Mensch über eine höher ausgeprägte Fähigkeit zu rationalem Denken verfügt als ein Delfin oder ein Menschenaffe. Um es also auf den Punkt zu bringen, in Wahrheit kann man Wesen nicht so eindeutig in Personen und Nicht-Personen einteilen, sondern es gibt viele Abstufungen und Grauzonen. Eben deshalb kritisiert DeGrazia diese strikte Kategorisierung von Singer und spricht bei Menschenaffen und Delfinen beispielsweise von Borderline Persons, also von Grenzfällen. Natürlich sind solche Kategorien, wie Personen oder Nicht-Personen, für die alltagspraktische Anwendung des Präferenzutilitarismus durchaus nützlich, weil man nicht immer genauestens die Interessen aller beteiligten Wesen durchleuchten kann und der Personenstatus hier eine hilfreiche Schablone darstellt. Aber auf theoretischer Ebene kann man diese strikte Einteilung durchaus kritisieren. Als nächstes kann man hinterfragen, wieso es ausgehend von Singers Präferenzutilitarismus denn überhaupt so wichtig ist, ob ein Wesen eine Person oder eine Nicht-Person ist. Denn auf theoretischer Ebene sollte das doch eigentlich egal sein, da nach Singers Prinzip der gleichen Interessensabwägung ohnehin einfach nur Interessen als Interessen abgewogen werden sollen, unabhängig davon, ob ein Wesen eine Person ist oder nicht. Es wirkt eigentlich widersprüchlich, dass Singer die Wesen in zwei Gruppen einteilt und ihnen unterstellt, dass die einen zukunftsbezogene Interessen haben und die anderen nicht. Stattdessen sollte man doch die Interessen eines jeden Wesens ausgehend vom Prinzip der gleichen Interessensabwägung einzeln für sich betrachten. Vor diesem Hintergrund kann man hinterfragen, wieso es auf theoretischer Ebene relevant ist, Personen von Nicht-Personen abzugrenzen, wenn doch eigentlich nur ihre Interessen relevant sind. DeGrazia merkt hierzu außerdem an, dass diese Einteilung in Personen und Nicht-Personen zu Konsequenzen führt, die man eigentlich nicht tragen will. Beispielsweise, dass Infantizid akzeptabel sein kann. DeGrazia sagt, dass anstelle des Personenstatus die Antwort auf die Frage, ob ein Wesen empfindungsfähig ist oder nicht, die eigentlich moralisch relevante Frage ist. So viel zur Kritik von Singers Personenbegriff. Wir werden jetzt mit dem dritten Kritikpunkt weitermachen, bei dem hinterfragt wird, ob Interessen wirklich immer gleich berücksichtigt werden sollten. Singers Präferenzutilitarismus verlangt ja eine gleiche Abwägung von Interessen. Demnach soll die Handlung gewählt werden, mit der man die Interessen aller Betroffenen bestmöglich berücksichtigt bzw. erfüllt. Man könnte aber anzweifeln, ob es überhaupt immer wünschenswert ist, die Interessen aller zu beachten. Beispielsweise im Hinblick auf moralisch verwerfliche Interessen. Muss man beispielsweise in der Interessensabwägung wirklich das böse Interesse eines Schwerverbrechers berücksichtigen? Ich persönlich sehe einen Weg, wie man Singer gegen diesen Einwand verteidigen kann. Sagen wir, eine Person hat das Interesse, aus purem Spaß drei anderen Personen körperlichen Schmerz zuzufügen. Man könnte jetzt sagen, dass in der Interessensabwägung das verwerfliche Interesse ohnehin nicht gewinnen kann, da die Interessen der drei Personen, die nicht verletzt werden wollen, stärker wiegen als das Interesse der sadistischen Person, die die drei verletzen möchte. Jedoch könnte es womöglich anders aussehen, wenn beispielsweise 9000 Personen so ein sadistisches Interesse haben und eine einzelne Person verletzen wollen. Man könnte sich durchaus Gedankenexperimente ausdenken, in denen die gleiche Abwägung von Interessen Konsequenzen hat, die wir eigentlich moralisch nicht tragen wollen. Womöglich gibt es aber Wege, wie man Singers Präferenzutilitarismus gegen so einen Einwand verteidigen kann. Aber selbst wenn das möglich ist, kann man das Prinzip, dass alle Interessen gleich zu achten ist, noch aus einer anderen Perspektive kritisieren. Hier kommt wieder der Philosoph Michael Hauskeller ins Spiel, der zeigt, dass es nicht unbedingt moralisch verwerflich sein muss, zukunftsbezogene Interessen zu vereiteln. Um das zu verdeutlichen, bringt er das Beispiel einer Studentin, die ein Examen schreiben möchte. Aus präferenzutilitaristischer Sicht wäre es ja falsch, sie zu töten, da man hiermit unter anderem ihr zukunftsbezogenes Interesse, das Examen zu schreiben, vereiteln würde. Jedoch könnte es sein, dass die Studentin, noch bevor sie ihr Examen schreibt, einen hohen Geldbetrag erbt. Dieses Erbe könnte bewirken, dass sie doch kein Examen mehr schreiben möchte, weil sie jetzt finanziell ausgesorgt hat. Durch ihre Erbschaft wird also genau wie durch ihren Tod ihr Wunsch vereitelt, das Examen zu schreiben. Trotzdem würde man ja wahrscheinlich nicht sagen, dass es moralisch falsch war, ihr das Erbe auszuhändigen. Außer man zweifelt Erbschaft insgesamt an, aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Damit zeigt Hauskeller, dass es Situationen geben kann, in denen es in Ordnung ist oder sogar geboten, zukunftsbezogene Interessen zu vereiteln.
Insofern kann man hinterfragen, ob wirklich immer alle Interessen gleich beachtet werden müssen. Natürlich könnte man hierzu wieder Verschiedenes anführen, um Singer zu verteidigen. Vielleicht fallen euch ja ein paar Wege dazu ein. Damit das Video aber nicht allzu lange wird, werde ich jetzt mit dem vierten Kritikpunkt weitermachen. Davor wollte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ihr euer Wissen über Peter Singers Ethik jetzt mit kostenlosen Übungsaufgaben auf unserem Discord-Server üben könnt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Kommen wir jetzt zu Kritikpunkt Nummer 4. Und zwar könnte man neben diesen theoretischen Punkten auch praktische Aspekte an Singers Präferenzutilitarismus kritisieren. Das soll der vorletzte Kritikpunkt in diesem Video sein. Zum einen kann man hinterfragen, ob man die Interessen von Wesen überhaupt akkurat feststellen kann. Und falls man das kann, ob man Interessen zwischen verschiedenen Wesen überhaupt gut vergleichen kann. Selbst bei einem Menschen, mit dem man sprechen kann, könnte es in bestimmten Situationen knifflig sein, seine Interessen herauszufinden. Viel schwieriger ist es womöglich noch bei Wesen, die gar nicht sprechen können, zum Beispiel Hunde oder Menschenaffen. Es ist außerdem fraglich, ob Interessen durchgehend bewusst sein müssen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Singers Argument, aus A ist ein potenzielles X, folgt nicht, A hat die Rechte von X. Er hat das ja in Bezug auf Abtreibung und Infantizid angeführt. Wie sieht es aber beispielsweise mit Menschen im Koma oder vielleicht auch nur schlafenden Menschen aus? Diese Menschen haben zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht gar keine Interessen, auch wenn sie vor und nach ihrem komatösen Zustand Interessen haben werden, beziehungsweise gehabt haben. Wenn man aber Singers Argument ernst nimmt, könnte man ja sagen, dass Menschen im Koma nicht Personen sind, die getötet werden dürfen. Denn zum aktuellen Zeitpunkt sind sie nur unbewusste, potenzielle Personen und haben somit genauso wie ein unbewusster Fötus keinen moralischen Eigenwert. Aus meiner Sicht kann man sich leicht ausmalen, dass das wenig wünschenswerte Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Als letzten Kritikpunkt habe ich noch die These aufgenommen, dass Peter Singer ein Faschist ist und wegen den Thesen zur Abtreibung und Infantizid Parallelen zur NS-Zeit hat. Diesen Kritikpunkt halte ich persönlich für unangebracht, weil Singer natürlich die nationalsozialistische Ideologie nicht unterstützt, sondern stattdessen auf philosophischer Ebene argumentiert, auch wenn manche Thesen von ihm oberflächlich betrachtet diesen Verdacht vielleicht nahelegen könnten. Ich denke, es ist für den Diskurs insgesamt sinnvoll, auf sachlicher Ebene zu diskutieren und Singers Argumente auch auf dieser Ebene anzugreifen, statt ihn, wie es häufig geschieht, per se abzulehnen und sich nicht mit ihm zu beschäftigen. Ich kann euch jetzt mein Video zu Kants Pflichtethik empfehlen. Kant hat eine ganz andere Herangehensweise an die Ethik und vielleicht ist sie ein interessanter Kontrast zu Singers Präferenzutilitarismus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, bis gleich.